Ja, wir spielen noch am 7. Oktober, spielen wir doch in Düsseldorf. Mit Smitty und die Rockin' Roosters. Da Probierbeutel. Und da packen wir ein paar Sachen von uns rein. Okay. Auch das verlosen wir unter den Leuten, die im Vorverkauf schon mal Karten lösen. Wie wär's denn mit so einem T-Shirt? Das hatte ich zwar gerade noch an, aber das wäre, glaube ich, ganz schön. Ja, das geht noch. Hau geht rein. Noch? Ja, das geht. Dann geht das rein. Aufnäher? Ein Aufnäher muss rein. Aufkleber? Schmeiß rein. Eine EP? EP. Rein damit. Gut, und dann würde ich sagen, da ist ja der Pro-Bierbeutel. Ist noch ein Bierchen, oder? Bier? Bier? Oh, ein Ditsche. Das ist gut. Frankie, lass los! Lass los, Frankie! Frankie! Alter. So. Und ich glaube auch, dass Smitty and the Rockin' Roosters auch Bock haben, oder? Gib ihnen das doch. Ich reich das mal rüber. So, wir sind auf jeden Fall auch mit dabei beim Probierbeutel, liebe Leute. Kauft die Karten beim Roosters Rockabilly Rave, vor allem im Vorverkauf. Wie gesagt, vier Probierbeutel werden dann in der Tombola verlost. Die Sidebirds hatten schon gesagt, was sie alles reinpacken. Wir geben auch was dazu. Und zwar unser offizielles Fanshirt. Ja, cool. Also das T-Shirt finde ich gut. Ja. Ja. Bitteschön. Dann geben wir mit dazu einen Damen-Tanga. Bitteschön. Unser aktuelles Album. Und natürlich auch unsere EP. Oh, die EP, ja, die ist gut. Die ist gut. Ja, die habe ich auch. Ja, ist gut. Alles für euch im Beutel. Wie gesagt, kauft im Vorverkauf die Karten. Vier Stück gibt es davon an der Zahl. Es wird verlost, live auf der Bühne überreicht. Und hiermit gehen wir zurück an die Sideburns. Kevin, dann. Fuck! Oh. Krass. Voll in die Fresse. Leute, Düsseldorf, 7. Oktober. Holt euch Karten. Seid dabei. Seid dabei. Boah, Leute, da war echt ein Schlüpfer drin. Verdammt.